Ja, also es geht weiter mit Wolfenstein 2, The New Colossus. Ich weiß auch nicht, wo wir gerade sind. Machen, tun, lassen. Ich länge lachen. Hin. Das Geräusch ist nicht gut. Das war das. Ich weiß, wo wir sind. Kommt der auch. So, dann lad mal auf. Das Baby. Aha. Ah. Hallöchen. Also klar. Ja, man kann es übertreiben, ne? Noch einer. Ist da einer? Aber was soll's. Nice. Komm hier, bitte. Keine Ahnung. Ah, okay. Grace, ich hab den Atomsprengkopf. Super, bringen Sie ihn dem alten Knacker. Seth, ich habe ihn schon gebrieft. Vorsicht, Riese, der ist empfindlich! Was ist? Schauen Sie mich mal an. Sie sehen blass aus. Ist Ihnen übel? Haben Sie Fieber? Geht mir gut. Alles bestens. Alles bestens? Na gut, ich muss hieran arbeiten. Sie müssen sich ausruhen. Ich schlafe, wenn ich tot bin. Tun Sie mir einen Gefallen. Gehen Sie vorher noch zu Grace. Sie ist in der Zentrale, in Carolines altem Zimmer. Aha. Warte, ich muss gerade mal um das Mikro kümmern. Irgendwie ist das echt locker und geht kaputt. So, Alter. Oh, Riese, Sie sollten es wirklich langsam angehen lassen, Junge. Nein, nein, ich bin am Ehe. Ich bin jung.
Nee, der redet ja immer so. Ja, ja. Da gehe ich mal dahin, aber. Ich steche den Regimeschwein das Messer gerne. Schlägt mich immer nicht tot, Bill. Rechts vom Becken. Dann drehe ja. Ich das. Alles klar. Wohin kann ich denn jetzt? Ich guck mal. Also. Mit Grace. Wo haben wir die Schrapnel denn? Wo haben wir die denn? Hallo, meine... William. Oh. Die Zwillinge treten wieder. Oh nein. Ich glaube, sie spüren deine Nähe. Ich auch mal streicheln. Mann, ich darf nicht. So, wo ist denn die Alte? Mensch, Mensch, Mensch. Ich guck mal auf Karte. Was sagt Karte? Wie hieß? Ist das die mit dem G? Da, Legende. Jo. Hier links. Ah. William? Was? Ich habe das Gefühl, du gehst mir aus dem Weg. Was ist los? Du bist fett geworden. Sag doch was. Schau mich an, Anya. Den verdammten Blechmann. Wie soll ich dir da nahe sein? Ist egal. Wir finden eine Lösung, so wie immer. Hey, warum versuchst du es nicht wenigstens? Es gibt eine andere. Weil ich verdammt nochmal sterbe. Und je länger wir so tun, als ob alles okay wäre, desto schwerer wird es. In einer Woche liege ich unter der Erde. Das weißt du nicht! Kannst du jetzt in die Zukunft sehen? Tu nicht so, als wüsstest du Dinge, die du bestimmt nicht weißt! Ach, der kommt jetzt erstmal zum Auf- die Toilette Klo geht. Dauer lange gebraucht, ey. Spashy, bist du immer noch hier? Schwing deinen Hintern zurück zur Bodenkontrolle und regle den Scheiß dort. Der Hass-2-Hubschrauber fährt gerade im Hangar hoch und er bringt dich bis Galveston, aber danach musst du improvisieren, Mann. Halt ihn da ab. Abgefahren, Boss. Laskovic, gehen Sie zum Hangar und sorgen Sie dafür, dass Hass-1 bereit ist, klar? Nicht für dich da zu sein. Die Kinder nicht großzuziehen. Das ertrage ich nicht. Dann gib nicht auf, William. Ich werde dich nämlich niemals, niemals aufgeben. Egal, was passiert. Komm mit zu den Duschen. Wir ziehen dir dieses Ding aus. Ich wasch dich. Du stinkst. Wenn ich es ausziehe, falle ich bestimmt auseinander. Und nichts passt mehr zusammen. Ich muss weitermachen. Solange ich kann. Ach, Carolina. Ich hab's versaut. Ich hab's ihr gesagt. Und gemerkt, dass ich nur mich selber schützen wollte, nicht sie. Komm hier duschen.
Du stinkst doch. Hallo. Hey, Mann. Manchmal denke ich an Manhattan. Was für eine Scheiße da passiert ist. Das nimmt mir jede Hoffnung. Wohin müssen wir jetzt? Überhaupt. So, also irgendwie. Laden die Batterien des Hubschraubers auf. So. Hier Blick. Hier noch was zu ausfinden. Was ist denn jetzt Missionsziel? Ich glaube, da müssen wir jetzt geradeaus, oder? Nee. Blick hier nicht drüber, ey. Alter, ich blicke gar nicht durch. Der Hauptdarsteller. Vielleicht da oben. Ja, was ist hier? Hangar, genau. Es ist doch endlich. Lieber Scholli. Da liegt man ja nun durch. Wie in einem Sarg. Dann bringen wir den Vogel mal zum Pflegen, wie Grace es wollte. Schön, schön. Konzentrier dich auf die Aufgabe. Dem Hubschrauber geht's gut. Sollte ich Grace wissen lassen. Okay, dann gehen wir zu Grace. Hallo. Hier wollte ich nicht hin. Was ist los, Mann? Hallo? Hallo. Was ist los? Ist das los? Hey. Was? Wie geht's? Alles klar? Mit dir? Ja? Gut. Auf einmal ist die Tür auf, ja genau. Wir haben sonst hier nichts, ne? Und gucken in den Busch, gucken in den Busch. Fertig. Helikopter ist startklar. Danke, Mann. Zeit für eine kleine Versammlung. Hey, Max. Was hast du getan? Was ist hier los? Oh, Scheiße. Da kommt er. Gibt's was zu sehen? Himmel, Arsch und... Warum hat ihn keiner beobachtet? Hey, Folge, es sind beschäftigt. Keine Zeit zum Babysitten. Dann sperrt ihn doch zum Schwein. Wo ist das Problem? Max, mein Lieblingshemd. Scheiße, Max! Folge, das ist nur ein Hemd. Das ist nicht nur ein Hemd. Ich hab's im Kiel Lost bekommen. Du bist mein einziges. Okay, Leute. Lasst alles stehen und liegen. Jetzt machen wir ihnen die Hölle heiß. Herr Engländer, Sie haben Atomwaffen an Bord, wussten Sie das? Oh, deshalb hat nur eine gereicht, um Totenkopfs Basis dem Erdboden gleichzumachen.
Wie sind Sie drauf gekommen, Sie Genie? Oh, Sie wussten es. Und haben nur eine benutzt? Erklären Sie mir das mal, Sie Vollidiot. Sind Sie echt so beschränkt? Verdammte Scheiße, Sie können nicht einfach wahllos Bomben auf Zivilisten abwerfen, Sie Knallcharge! Sie dumme Pissnäke, ich sag doch nicht, dass wir die einfach so über irgendwelchen Städten abwerfen. Sehe ich aus wie eine vom Regime? Nein. Ich würde sagen, Sie sehen aus wie ein scheißenspeiender Vulkan, der hier sowas von rumschreit, dass man sich nur noch die Ohren zuhalten kann. Tja, wenigstens sieht mein Gesicht nicht aus wie ein riesengroßer Analprolaps. Wenn ich allein schon Ihre Triefaugen sehe, kommt mir die Galle hoch. Verstehen Sie? Der Grund dafür, dass wir die anderen Atombomben nicht eingesetzt haben und das sieht verdammt nochmal wirklich der letzte Vollidiot, ist ganz einfach. Wir brauchen erstmal ein Ziel. Tja, und ich habe ein Ziel, und zwar ein verdammt gutes. Ein ausgezeichnetes sogar. Also pflanzen Sie sich, Sie verkackt saublöde Schottenschote. Also gut. Also hier. Specie ist zurück in seine Heimatstadt Roswell in New Mexico, um alles vorzubereiten. Nun, durch Species Versteck gelangt man in einen Tunnel, der direkt in die streng geheime unterirdische Basis führt. Und dort experimentiert das Regime mit irgendwelcher außerirdischen Technologie. Roswell? New Mexico, sagten Sie? Das ist eine von uns. Was heißt das, eine von uns? Ja. Das wüssten Sie gerne, hm? Und dann schicken Sie Ihren Kumpels in Berlin verschlüsselte Nachrichten. Nein! Was zum Teufel macht die überhaupt hier? Grace, sie gehört zu den Guten. Sie gehört verdammt nochmal zum Regime. Was haben Sie gesagt? Diese Geheimbasis, von der Sie erzählt haben, sie wurde gebaut von den Gatjechut. Einer unserer größten Unterschlüpfe. Ja, hier in der Nähe dessen, was jetzt Roswell, New Mexico heißt. Aber es gibt sie seit 1000 Jahren, lange bevor Amerika von Europäern unterjocht wurde. An diesem Ort befand sich Antigravitationstechnologie, die das Blatt im Krieg problemlos hätte wenden können. Wir gewährten der US-Regierung Zugang, aber leider war es schon zu spät. Amerika fiel, das Regime bekam den Unterschlupf in die Hände. Scheiße, das wird Specie nicht gefallen. Er dachte, es wäre ein Außerirdischer. Hat 47 Mal ein Schiff dort abstürzen sehen. Also was haben Sie damit vor? Schon mal vom Generalstab gehört? Ja, da sammelt sich die Creme de la Creme der Kriegsverantwortlichen. Das Regime hat ihn in ihren Unterschlupf verlegt, Zed. Was da auch ist, ist verdammt wichtig, denn die obersten Ränge der Führungsriege haben Berlin verlassen und sich in New Mexico angesiedelt. Und deshalb brauchen Sie das hier. Was in aller Welt ist das? Das ist eine tragbare Atombombe. Wir schalten den Generalstab aus, legen die Führungsriege lahm und destabilisieren das ganze gottverdammte Land. Dann wissen alle, dass wieder gekämpft wird. Blaskowitsch, bereit machen. Ich schicke Sie nach Roswell. Hiermit. Wie immer wir. Roswell ist außerhalb unserer Reichweite. Wir setzen Sie also an der Küste nahe Galveston ab. Von dort fahren Sie nach Roswell, treffen sich mit Super Spech in Papa Joe's All-American Diner und platzieren die Atombombe inmitten des Generalstabs. Dann jagen Sie den ganzen Scheiß in die Luft. Oh, so ein Feuerwehrmann. Das kann man natürlich nicht sehen werden. Okay, Blaskowitsch. Suchen Sie nach Papa Joe's All-American Diner. Hey, dort treffen Sie Super Special. Bleiben Sie in Ihrer Rolle. Nur mal so testweise. Was passiert, wenn ich mich einem näher? Zurückbleiben, Bürger! Sie da! Herkommen! Ich will Ihr Gesicht sehen! Hier. Sie sind es! Terrorbill! Okay. Sie sind es, Terror Billy. Ah, alles klar. Okay, Blaskowitsch. Also, suchen Sie nach Papa Joe's All-American Diner. Dort treffen Sie Super Special. Bleiben Sie in Ihrer Rolle.
Hey, Sie da. Ja, Sie. Ja. Soll ich Ihnen ein Geheimnis verraten? Ja. Tue ich aber nicht, weil Sie ein verdammter Verräter sind. Hm? Ja, aber Ihnen kann ich vertrauen. Diese Regimeschweine müssen sterben. Boom! Verdammte Wichser. Komm, tritt uns bei. Was glotzen Sie so? Verdammte Regimeanhänger. Natürlich, Sir. Gut, Sie da. Wann wurden die Friedenstruppen nach Amerika entsandt? Ja, natürlich. Also, 19? Ja, raus damit. 1948? Mein Gott. War das richtig? Nein, falsch. 1949. Das war eine Operation zum Wohle Ihres Landes. Wann betrat Hans Armstark den Mond? 1953? Nein, das ist falsch. Nur der ist starr. Guten Tag, die Ladies. Das ist Parade. Meine Liebste, weißt du, wie wunderschön du bist? Ach, hör doch auf. Ich liebe dich, Allison. Ich liebe dich, Otto. Oldtimer ist überall. Voll geil. Schaut euch an, wie ihr eure eigene Zerstörung feiert. Total. Da können wir wahrscheinlich nicht lang. Da stehen sie ja en masse. Aktuellsten Nachrichten, Leute! Hey, Mister! Wollen Sie eine Zeitung kaufen? Die Nachrichten von heute, Mister! Nur eine Neumann! Sagen Sie mal, irgendwoher kenne ich Sie. Sind Sie vielleicht berühmt? Sind sie berühmt? Ja, kann man so sagen, ne? Das Familienministerium hat jetzt unsere Ehe genehmigt. Das ist ja wunderbar. Wann ist die Hochzeit? Das steht noch nicht fest, aber bald. Du bist natürlich eingeladen. Oh, das ist lieb von dir. Grüß deinen Vater, wenn du wieder auf der Farm bist. Oh, und sag ihm, ich versteigere diese Woche einige belastbare Sklaven, falls er Interesse hat. Es gibt auch Cocktails. Ich sag's ihm. Wir sehen uns. Bis bald, Schätzchen. So cool, die Nebengespräche zu hören. Guten Tag. Was darf sein? Hallo, hallo. Hey. Identität verifiziert. Einen schönen Tag in Moskau, Bürger Robert Fisk. Fist. Ach, hier ist der Teil, oder? Bonjour, Stein. Wie Wachen hier einfach rumstehen, ne? Das ist schon kriminell. Alles gut, Leute. Geh nur mit meiner Atomrakete spazieren. Papa Joe's All-American Diner. Genau mein Ding. Ja, ich glaube, sonst gibt's hier nichts. Oh, wait for...
Gucken wir mal rein. Was hast du denn heute gelernt, Peter? Keine Ahnung. Sachen? Die neue Regierung lehrt dich wichtige Dinge, Peter. Was denn für Sachen? Dass der Kanzler ein großer Autor und Maler ist. Sehr gut, mein Junge. Toll. Bobby meinte, der Kanzler hätte die Mona Lisa gemalt. Und ja, der hat alles gemacht, gebaut. Genau. Dann hatte mein Kopf in die Toilette gesteckt und gespült. Das ist ja schrecklich. Man sollte diesem Bobby Manieren beibringen. Aber seine Mutter wird das bestimmt nicht tun. Du musst mir versprechen, dass du dich von ihm fernhältst. Hörst du, Peter? Oh, hallo. Jetzt such dir was von der Karte aus. Hallo. Hätte doch die Geheimpolizei die Hilfskraft nicht abgeholt. Ich bin sofort bei Ihnen. Wann kriegen... Was darf denn sein? Chili. Wir schließen leider eine kurze... Das ist zum Mitnehmen. Mal sehen, ich nehme... Blaskowitsch. Spezial weiß, dass sie nicht den Generalstab angreifen. Aber er weiß nicht, dass sie eine Atombombe dabei haben. Das müssen sie ihm sagen. Hallo? Oh oh. Komm, Peter, gehen wir woanders hin. Peter, aber Mama, wir haben nicht mal... Aber... Oh. Bitteschön. Danke. Bitteschön. Schönen Tag noch. Sieh da, eine Erdbeermilch, bitte. Oh. Ich hoffe, Sie haben hier kein Feuer zu löschen. Sonst komme ich ein andermal wieder. Das Feuer kann auf jeden Fall warten, Kommandant. Meine Erdbeermilch, kommt sofort. Feuerwehrmann, Sie kommen mir irgendwie bekannt vor. Nein. Und Sie sehen germanisch aus. Arbeiten Sie in Wache 2? Bitte schon, Kommandant. Oh, vielen Dank. Ja, muss er bezahlen. Also, zeigen Sie mir Ihre Ausweispapiere. Bitte. Warum? Warum denn? Okay. Erdbeermilch, lecker. Das schmeckt mir in Amerika am besten. So einfach. Nur Milch. Und Eiscreme. Mhm. Um den Rest der Karte werden Sie sich aber noch kümmern müssen. Ich glaube, sie sollte germanischer sein, ja? Ja! Kommen Sie aus der Gegend, John Smith? Hm? Mhm. Ich lese hier, dass Sie in Wache 6 arbeiten. Wo ist die denn überhaupt? Da vorne. Diese Wache ist mir gar nicht bekannt. Reden Sie! Kommandant, Sie werden vom Generalstab verlangt. Hat das nicht Zeit? Ich trinke gerade noch meine Erdbeermilch. Leider nicht, Kommandant. Der Generalstab verlangt, Sie umgehend zu sehen. In Ordnung. Bin schon unterwegs. Grundgütiger. Großer Gott. Sie sind das... Blaskowitsch, machen Sie die verdammte Tür zu! Bevor noch mehr von denen eine Erdbeermilch